von der Farbe her. Und ich sage stilgerecht. Stilgerecht, nicht nur mit. Das ist. Muss man schon essen. Dominik, danke, dass du bist. Ja. Ja, ganz, sehr gerne. Ganz speziellen Ausgabe von der Very Important Brettel lassen. Also, gib mir nochmal die 5. Gerne, freut mich, dass ich da sein darf. Ja, lieber Dominik, du bist wieder zurück. Back in Business quasi. Bestens back in Österreich. Ja, ne, war ja Zeitl da. Also. Ja, eben 8 Jahre, glaube ich, gell? Mhm. Ja, das ist jetzt meine 9. Saison. Ja, ja, Wahnsinn. Wahnsinn, ja. Der Schnuller, den haben wir nicht ohne Grund rein gehabt. Wir müssen da nämlich herzlich, von Herzen gratulieren. Danke. Du sorgst für Eishockey-Nachwuchs quasi. Ja, werden wir schauen, ja. Sehr, sehr geil. Ja. Sehr, sehr geil. Gleicher Geburtstag wie Wayne Gretzky noch dazu. Ah, du nimmst mir alles vorweg. Schon wieder? Unglaublich. Also war das... Soll ich das Interview führen? Ja. Soll ich weitermachen? Wir filmen bitte Chris bitte rein auf den Dominik und mich schnetzt dann bitte. Ja, unglaublich. Also wenn das nicht aufgelegt ist, dann weiß ich es nicht mehr. Also einen Druck hat er schon einmal, der Bursche. Also reißt jetzt an. Ja, auch noch zwischendurch so ein paar Hard, es ist eine Hard-Hitter-Sendung quasi heute. Mhm. Verstehst? Ich bin ein Hard-Hitter, ja. Passt nicht zu mir eigentlich. Verstehst? Aber. Und ich habe mir da ein paar Hard-Hitter-Fragen vorbereitet. Eine Frage, kurze Antwort. Okay. Als erstes steht da drauf, ironischerweise, Wayne Gretzky. Wayne Gretzky. Ja, bester Eishockeyspieler jemals. Lieblingsgegner. Wien. Vorbild. Mein Großvater. Männersport. Eishockey. Fußball? Habe ich gespielt, bis ich 10 war. Mhm. Diplomatische Antwort, gut. Mhm. Giselle Bündchen. Tom Brady. Darf nichts Falsches sagen. Ja. NHL. Beste Liga der Welt. Heimat. Wien. Ha. Doppelantwort. Ne? Ich habe mir da so ein bisschen einen Faden haben wir ja vorbereitet. Mhm. Nach Heimat kommt jetzt Salzburg. Zweite Heimat. Wahl. Heimat. Zukunft. Familie. Landjäger. Landjäger? Ja. Was soll ich dazu sagen? Okay. Die sind... ich weiß gar nicht, was ein Landjäger ist. Die sind so Hartwürste. Ah, okay. Und das ist eigentlich ein Muss. So ein Kaminwurzen oder was? Ja, genau, sowas. Okay. Ja, nur ein bisschen dicker und so. Ja. Zeige ich da mal eine. Okay. Essen wir beim nächsten... Ja, okay. Also, bring ich da eine mit. Super. Eine abschließende Frage habe ich noch. Familienleben, wie fühlt es sich an? Wir sind die ersten Tage quasi. Super, also... Jetzt muss ich wieder den vom Schuhhang, vom Schuh... Nein, es ist echt super. Also ich habe mir vorher gar nicht vorstellen können, wie es sein wird, bis er dann wirklich da war. Und es gibt nichts Cooleres. Ja. Ja. Und wie gesagt, wir haben ja schon vorher schon ein bisschen getestet. Das ist richtig gemütlich. Ja, ist schon ein guter Zeitvertreib. Eigentlich sehr geil. Also für die Couch am Abend, Schnuller, geht er hier. Und du hast ja jetzt einige zur Auswahl, glaube ich. Ja, na, die Frau hat... Du ein Herrenschnuller. Ja.